Good Morning YouTube, ich grüße viele Abonnenten und, na natürlich auch Nicht-Abonnenten, zu Pokémon der Weißen Extrem-Edition. Ich bin mal wieder am Start. Ist gerade alles für mich ganz ungewohnt. Moment. Zack, einmal der Szenenwechsel und ihr seht, ich habe mich für Kleinstein Rhino entschieden. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ich darf das nicht mit meinem Offline-Durchlauf verwechseln. Ja, ich spiele das Spiel nämlich gerade auch nochmal offline, weil ich hatte so ein bisschen eine Flaute, ja, zu Let's Playen aufzunehmen, zu quatschen während ich spiele. Und das kann ja nun wieder mal passieren. Definitiv steht fest, dass ich mich für Kleinstein entschieden habe, was ein bisschen dumm war. Denn ich habe überlegt, hey, ich brauche eine Bodenattacke für dieses OP-Pikachu, ne? Und ich habe total vergessen, Kronoichi, der wird ja Boden. Das ist ein bisschen beschissen. Da haben wir quasi Pflanzboden und Gesteinboden, die beide relativ anfällig sind. Wir haben noch kein Wasser-Pokémon dabei. Möchte ich nur mal anmerken. Ja, und ansonsten. Golden Lily wird hoffentlich später stark. Zumindest habe ich das ja nachgeschaut. Eigentlich wird sie stark. Müssen wir mal gucken, wie sich unser Team noch macht. So, Szene switchen. Moment, Timer. Haben wir jetzt ungefähr, okay, also ungefähr bis da. Ich habe jetzt keinen genauen Timer, aber egal. Wir gehen mal raus. Wir haben Sommer, sehr schön. Also im Spiel Sommer. Das Spiel hat quasi viermal, also wenn wir ein Jahr haben, hat das Spiel quasi vier Jahre. Das heißt, genau, in den ersten drei Monaten habt ihr, nee, quasi, nee, drei Jahre. Es gibt 12 Monate und 4 Monate, ein Monat steht quasi für eine Jahreszeit. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das sind dann 4 Monate quasi, jeder Monat ein. Und das dann mal 3 gerechnet. Hier kommt die Made, ne? Nein, gegen Jaren haben wir doch schon gewonnen. Genau, der Trainer ist die Made. So, kommt denn Pikachu als erstes rein? Ich weiß es nicht, aber da ich mir nicht sicher bin, einfach mal Kleinstein rein. Komm her, du kleiner Trottel. Jetzt gibt's auf die Fräse. Und die Musik, die epischste wie immer. Bin ein bisschen leiser. Ich freue mich auf später mehr auf Chrono, wenn er da ist. Da wird erstmal, ganz ehrlich, was ich auf jeden Fall zocken werde als erstes, ist The Forest und bin nicht mit ihm. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich liege richtig, jetzt ist das Pikachu gewesen. Und das kriegt gleich mal Intensität ins Gesicht. Druck zu geben, ja, tut mir weh. Ein Volltreffer, So, das sollte schon reichen. Schön wieder Ingame-Sound zu hören, wenn ich offline spiele, ne? Also offscreen, dementsprechend auch offline, weil ich ja jetzt quasi streame. Dann hört man nichts davon. Nein, muss ich drin bleiben, Kleinstein. Ich habe das gar nicht dann noch bis Level 24 trainiert, weil es halt so schnell ging. Da habe ich gedacht, komm, nehme ich die ein, zwei Level noch mit. Ich glaube, ich habe bis. Ich glaube, ich habe gesagt, das ist lange her, dass ich nur bis 22 trainieren will. Oder 23. Jetzt ist es 24. Entwickelt sich auch gleich. Deswegen kommt uns gelegen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, es wurden ja ein paar Drachen-Pokémon geändert, vom Typen her. Und es könnte sein, dass ich. Also ich spiele offline noch, also offscreen, wie gesagt, auf dem Speicherstand noch. Ein Ordoch, das ist doch das Spiel mit den vielen XP, ne? Das Problem ist, Golden Lily ist eigentlich gut, weil es ein Kampf-Pokémon ist, aber es hat eben noch keine Kampfattacke, was irgendwie dämlich ist. Da brauche ich unbedingt irgendeine TM, irgendwas brauche ich da. Okay, ich liege richtig. Das Ding gibt richtig viele Erfahrungspunkte, aber Kraftreserve ist, glaube ich, speziell, oder? Ich weiß auch gar nicht mehr, was Kraftreserve für ein Typ ist. Da muss ich nochmal meine Videos gucken. War es nicht Gestein? Ich glaube, mein Gedächtnis kommt wieder zurück. Ich glaube, es war Gestein. Gut. Damage machen wir leider keinen. Normalerweise wird das richtig reinhauen. Gesteinattacke vom Gestein-Pokémon. Was physisch ist. Ja, gegen dieses Ort auch ziemlich gut. Und da seht ihr halt dieser lächerliche Damage von Golden Lily momentan noch. Wenn wir jetzt Turmkick hätten, ja, kleiner Spoiler, die Attacke bekommt sie ja, dann wird dieses Ort auch einfach im siebten Himmel landen. Ich wechsle mal. Ach ja, und gleich hat er keinen Spitznamen, weil ich keinen fragen konnte und ich wollte jetzt nicht irgendwie einen random Namen nehmen. Mir ist auch kein guter eingefallen von der Person, beziehungsweise habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment. Und dann dachte ich mir, okay, nennst du einfach mal Kleinstein, also lässt den Standardnamen und switch den Namen dann. Ich weiß nämlich schon, wo der Namenbewerter ist. Ich freue mich auch schon auf Geowatz. Okay, ich würde sagen, einfach mal Intensität. Am besten 10. Einfach mal zur Demonstration. Ah. Zweimal die 6. Ist irgendwie
komisch. Ein drittes Mal und wir haben die 666 geknackt. Die Zahl des Teufels. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe das Mikrofon jetzt schon häufiger, also länger nicht mehr benutzt. Eigentlich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Deswegen könnte ich da ziemlich eingerostet sein. Soundeinstellungen sollten aber passen. Ich habe die Lautstärke bei OBS wieder runtergedreht. Das macht dir gar keinen Schaden. Was war denn das für eine Stärke? Ich habe gerade was getrunken. Oh, ich habe Mikromute noch nicht an. Das mache ich nach dem Part. Falls wieder Störgeräusche kommen. Wir wollen ja unter uns bleiben. Das gibt's ja nicht. Das Auto hält einfach so viel aus. Nein, nur Felswurf. Felswurf ist eine Gesteinattacke. Die kam, glaube ich, mit der dritten Generation hinzu. Ich lag mich nicht, wenn ich falsch liege. Die halt bis zu fünfmal trifft. Also eine Steinattacke, die das kann. Ziemlich geil. Könnte aber erst die vierte Generation gewesen sein. Yes. Gut, für Kleinstein reicht es. Das wollte ich. Evolutionstime. Katapult zu erlernen. Katapult ist gar nicht mal so schlecht. Gesteinattacke der fünften Generation. Aber ich mag irgendwie Felswurf. Auch wenn es schwächer ist. Obwohl, warte. Katapult macht Schaden 50. Moment, ich zeige es euch gerade mal. Wir können es ja. So. Und ich glaube, Felswurf macht 15. 25 sogar. Das heißt, Felswurf musst du zweimal treffen. Steinwurf bleibt so, so Intensität auch. Steinpolitur könnte raus. Ja, komm, ich benutze diese Nicht-Damage-Attacken so oder so nie. Eigentlich würde ich die drin lassen, aber YOLO. So, und der Young Rage pausiert aber noch. Ne? Also jetzt beginnt wieder so ein bisschen der Upload-Plan, wenn ich es schaffe. Ah, boah, Entschuldigung. Keine Ahnung, was das gerade war. Wenn ich es schaffe, beginnt wieder dieser Standard-Upload-Plan aus der Young Rage. Und wenn heute alles gut klappt und jetzt auch die Aufnahmen gut klappen und ich jetzt, sage ich mal, 6, 7, 8 Folgen hinbekomme, weil ich jetzt nicht irgendwie offscreen trainieren muss nebenbei, dann werde ich gerne, also dann werde ich definitiv ein GameCube-Projekt reinschieben. Und Alien Rage wird dann irgendwann wieder kommen, wenn ich Spaß dran habe. Und Krono hat auch zwei Projekte am Laufen. Da werde ich dafür sorgen, dass bei ihm auch mehr kommt. So, Damen, Georock, aktueller Name, natürlich, kennt jeder erste Generation oder sollte jeder kennen. So, was ich immer mache, seht ihr jetzt auch nicht, weil ich gerade nicht switche. Ich switche die Attacken nach Schriftlänge. Das ist eine Macke von mir. Also wer da mal aufgepasst hat, jemand, der wirklich auf alles achtet, in jedem Let's Play, in jedem Spiel, der wird das gemerkt haben und sagen, hey, der sortiert seine Attacken nach der Länge der Schrift. Interessant. Ich switch gerade nur. Moment. Ihr verpasst gerade nichts. Wir setzen Golden Lilien an erster Stelle. Gehen uns aber leider nochmal heilen, weil wir das machen müssen. Und wir rennen auch wenn ihr jetzt diesen Glitch sieht. Okay, jetzt gerade nicht, weil der irgendwie funktioniert. Da war der Sprite-Fehler. Ah, immer wenn man in die linke Seite rennt. Interessant. Das heißt, wir können unseren Weg zur Hälfte abkürzen. Immer wenn wir nach links laufen, können wir rennen. Wenn wir nach... können wir nicht rennen. Moment, ich muss das testen. Genau, nach rechts können wir rennen, nach links nicht. Dann wäre dieser Glitch da. Nö, machen wir. Machen wir, zieh durch. Ist irgendwie ein Gimmick des Let's Plays. Finde ich lustig. Aktuell muss man auch ganz ehrlich sagen, dass nicht wirklich einer zuschaut. Was halt ein bisschen schade ist, aber es ist okay. Ha? Ich meine, ich habe 26 Abos, zumindest steht das dran. Von denen ich glaube, 25 nicht mehr aktiv sind. Oder sagen wir es so, das ist falsch erklärt. Wovon 25 mich nicht aufgrund Standard-Let's Plays abonniert haben, sondern aufgrund von LOL-Videos. Und, naja, so viel soll gesagt sein, ich werde auf jeden Fall wieder LOL-Videos machen. Ich zocke schon in letzter Zeit wieder mehr. Only Support und so, aber ich zocke es mehr. Und ich denke, ich werde da mal ein paar Gameplays dann hochladen. Wieder. So, und Audiosurf hat ja auch gestartet. Ich werde, wenn dieses Video online kommt, okay, Gott sei Dank, ich wollte ja auch gar nichts, hier gibt es ja gar kein Item. Ich werde auf jeden Fall Thumbnails und die Beschreibung und die Text überarbeiten. Ah, dann werde ich eine richtige Playlist anlegen und fertig. Erstmal so das dazu. Und dann mal gucken. Ah, also ist noch viel offen. Uploadplan wird sicherlich nochmal ein bisschen von mir überarbeitet, angepasst. Ja, und ansonsten... Ansonsten nichts, ansonsten gibt es nichts Neues. Ansonsten machen wir das, was wir die ganze Zeit machen. Zocken. Los, Georock. Let's go. Okay, irgendwas hat verfehlt. Ich freue mich natürlich. Natürlich ist dieses Zubat schneller als wir. Ich meine, wir sind ein Stein. Der Sound ist geil. Ich höre den zum ersten Mal, muss ich zugeben. In der fünften Generation jetzt. Weil ich, wie gesagt, das Ganze leiser... Also, was heißt leiser? Ich habe den Sound generell aus.
dieses Golden Lily, also Golden Lily macht ein bisschen Probleme momentan. Ich kann sie nicht wirklich reinschicken. Sie hat halt nur Konfusion. Und der Damage fehlt momentan noch. War das gerade Eiszahn? Habe ich das richtig gelesen? You are kidding me? Das war Eiszahn, oder? Das war doch sehr effektiv. Holy crap. Rip Yoglev. Ah, wir sind Georok. Wir halten einiges aus. Aber so wenig Erfahrungspunkte für Lilo. Das war die Miezekatze, die ist unlicht. Ne, da hilft Golden Lily auch nicht. Ah, das ist gerade ein bisschen frustrierend. Komm, lass mal den Boden wackeln. Georok, let's go. Jawohl. Brrr, sehr schön. Stufe 10. Ha? Da könnten wir sogar ein Level 30er Pokémon flachlegen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, was war denn jetzt? Ach, jetzt dachte ich irgendwie, ich kann den Volltreffer nachschauen. Bin ich blöd? Also definitiv, ja, ich bin blöd. Habe ich denn... Da ist die Karte. Okay, wir haben aktuell nur ein Item auf diese Select-Funktion gelegt. Wenn wir da noch mehrere haben und noch mehrere Items auf die Y-Taste legen, dann bekommen wir eine kleine Auswahl und dann erscheint nicht instant die Karte, wie gerade eben. Taubsi Level 16, ein Flug-Pokémon bräuchten wir auch noch. Ich werde mich aber nicht für Taubsi entscheiden. Nein, definitiv nicht. Es gibt bessere Flug-Pokémon, viel bessere. Und ich möchte ja eine große Typenvielfalt, die ich jetzt schon so ein bisschen, na, mich ein bisschen selbst zerrippt. Aber wir haben schon einen Vorteil. Wir haben halt einfach, und das ist das Beste daran, wir haben Unlichtkampf, Psychokampf schon. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ah, das Flamli hätte sich ruhig entwickeln können. Wäre zwar dann stärker, aber wir hätten einen Typenvorteil. Weil Flamlys Entwicklung wäre dann Feuerkampf. Und Kampf-Pokémon mögen ja, wie bekannt ist, keine Psycho-Attacken. Ich überlege, ob ich mit Golden Lily warte, bis ich den EP-Teiler bekomme. Aber, nee, das wäre auch nicht gut. Ich würde so viele Level jetzt überspringen. Ich schicke sie immer dann rein, wenn ich der Meinung bin, sie schafft es. Das ist eigentlich eine gute Entscheidung. Wenn ich der Meinung bin, sie schafft es, schicke ich sie rein. Und ansonsten warte ich, bis ich den EP-Teiler für sie kriege. Gute Dame ist dann doch etwas schwach auf der Brust. Ja, Steinwurf. Obwohl die Attacke sehr oft daneben geht. Ja, drei Kraftpunkte hast du mir abgezogen. Läuft bei dir, würde ich sagen. Haschwalbini auch ein tolles Flug-Pokémon. Aber überhaupt nichts Besonderes. Weberak, wir bleiben drinne. Käfer mag unser Chrono nicht. Aber dafür mag Weberak keine Steine. So ein Käferohren habe ich mir auch schon überlegt, aber das kannst du nicht bringen. Also nicht bei der Edition. Und bei der normalen Generation... Nein. Nein. Da kriegst du die einfach zu spät und deswegen dachte ich mir... Kein Käferohren. Das könnte man bei der normalen Edition machen, aber du würdest sie halt sehr spät bekommen. Das wäre also auch nicht wirklich möglich. Du könntest aber sagen, hey, mach ein Käfer... Punkt, Punkt dran. One. Scheiß Englisch oder Denglisch wohlgemerkt. Das heißt, du sagst auf der einen Seite nur Käfer-Pokémon und der eine andere Typ. Mehr nicht. Das würde eventuell gehen. Weil man muss überdenken, dass man am Anfang noch die Affen hätte. Also hättest du ja schon quasi den Starter, den Affen. Nee, hättest du nicht. Das ist der andere Typ. Ah, Rippen-Pepperonis.